Wenn Sie sich einen Now bestellt haben, erhalten Sie den Roboter in einer Paketbox wie dieser. Schneiden Sie vorsichtig die Oberseite der Box auf, darunter befindet sich ein Karton mit Zubehör und eine Styroporbox. Nehmen Sie die obere Hälfte der Styroporbox ab und heben Sie den Now vorsichtig aus der Box. Das geht am einfachsten, indem Sie den Roboter mit einer Hand an seiner Brust anheben und mit der anderen Hand die Gliedmaßen und den Kopf aus der Box lösen. Bringen Sie ihn anschließend in eine hockende oder sitzende Position auf dem Boden. Der Lieferumfang sollte folgende Teile beinhalten: den Now-Roboter, ein Netzteil, ein LAN-Kabel, ein Now Pocket Guide sowie zwei weitere Anleitungen. Schließen Sie Now an das Netzteil an und lassen Sie den Akku voll aufladen. Nun schalten Sie Now ein, indem Sie eine Sekunde lang auf den Brustknopf drücken. Der Bootvorgang ist abgeschlossen, sobald der Roboter Ugnag genug gesagt und aufsteht. Als nächstes müssen Sie sich die Robot-Settings herunterladen. Dafür gehen Sie auf diese Seite, wählen dort Now V6 aus und klicken in den Reitern auf Downloads. Hier wählen wir Windows und Robot-Settings. Nach erfolgreichem Download installieren Sie das Programm. Jetzt verbinden Sie den Roboter per mitgeliefertem LAN-Kabel mit Ihrem Computer. Dafür öffnen Sie vorsichtig die Hinterkopfklappe NAUS und stecken das LAN-Kabel in den dafür vorgesehenen Port. Die andere Seite des Kabels verbinden Sie mit Ihrem Computer. Im nächsten Schritt öffnen Sie das Programm Robot Settings. Wenn nach dem Start des Programms Ihr Now-Roboter in Form eines grünen Roboter-Logos in der Liste angezeigt wird, wählen Sie ihn durch einen Klick darauf aus. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie das Programm manuell mit dem Roboter verbinden. Durch Drücken von Naus Brustknopf nennt dieser Ihnen seine IP-Adresse. Diese können Sie nun im Programm bei IP-Adresse eingeben. Als Name tragen Sie Now ein. Wenn Sie sich erfolgreich mit den Robot-Settings mit Ihrem Roboter verbunden haben, führt das Programm Sie jetzt durch die Einrichtung von Now. Im ersten Schritt wählen Sie die Robotersprache aus. Im Normalfall wird hier Englisch installiert und später das zweite Sprachpaket, das Sie bestellt haben. Beachten Sie dabei, dass das Sprachpaket entweder schon installiert oder per Online-Upgrade verfügbar sein muss. Als nächstes lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Anschließend verbinden Sie Ihren Roboter mit einem WLAN-Netzwerk. Sollten Sie bei diesem Schritt Schwierigkeiten haben oder sollte der Pfeil zum Weiterklicken nicht funktionieren, starten Sie Ihren Roboter neu. Nun legen Sie die Zeitzone fest. Danach entscheiden Sie sich für ein Passwort für Ihren Roboter. Nun ist es an der Zeit, Ihren Roboter mit Ihrem Softbank-Account zu verknüpfen. Wenn Sie schon einen Softbank-Account haben, melden Sie sich einfach mit diesem an. Wenn Sie noch keinen Account haben, erstellen Sie sich einen, indem Sie auf Create an Account klicken. Sie gelangen dann auf diese Website und müssen Ihre Daten eingeben. Im nächsten Schritt nehmen Sie das Senden von Diagnose- und Verbesserungsinformationen an Softbank Robotics an oder lehnen es ab. In manchen Fällen erhalten Sie nun die Aufforderung, ein Now QI Update zu installieren. Klicken Sie dafür auf Upgrade Now und auf der nächsten Seite auf Start Upgrade. In manchen Fällen können Sie jetzt schon die vorinstallierten Anwendungen aktualisieren. Wenn Sie diese Seite sehen, ist Ihr Roboter eingerichtet. Jedoch müssen noch ein paar Einstellungen vorgenommen werden, sodass der Roboter auch zuhören sowie antworten kann. Durch Klick auf Start in den Robot Settings gelangen Sie zu der Standardansicht der Robot Settings. Damit der Roboter auch sprechen kann, müssen Sie den Basic Channel installieren. Dazu verbinden Sie den Roboter mit dem vorher eingestellten WLAN. Dies tun Sie, indem Sie das Netzwerkkabel entfernen, der Roboter verliert die Verbindung mit dem PC und verbindet sich mit dem WLAN. Das Programm Robot Settings hat sich nun vom Roboter getrennt. Um sich neu zu verbinden, klicken Sie auf den Brustknopf und geben die neue IP-Adresse in den Robot Settings ein. Nun, da der Roboter mit dem WLAN verbunden ist, können wir den Basic Channel installieren, wodurch Now reden kann. Gehen Sie dafür in den Now App Store und melden sich mit Ihrem Softbank Robotics Account an. Wenn Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, sollten Sie den gleichen Bildschirm wie ich sehen. Um Now sprechen zu lassen, müssen Sie den Basic Channel abonnieren. Das geschieht, indem Sie im Reiter Channels den Basic Channel für den Roboter hinzufügen. Dafür klicken Sie auf das weiße Pluszeichen vor dem blauen Hintergrund. Der Hintergrund sollte grün werden und das Plus zu Minus. Nun gehen Sie im Programm Robot Settings auf das Download-Logo. Auf dem Bildschirm Update Your Application erscheint nun die Möglichkeit, alle Anwendungen des Roboters zu aktualisieren. Nun können Sie mit dem Roboter auf Englisch kommunizieren. How are you? Couldn't be better. Thanks.
Eine Liste mit den Befehlen und Fragen finden Sie hier. Der letzte Einrichtungsschritt ist das Hinzufügen Ihrer zweiten Sprache. Dazu gehen Sie im App Store in den Reitern auf My Apps, dann über das Menü links auf Languages und wählen Ihre Sprache aus. Seien Sie vorsichtig, die richtige Sprache zu wählen, da dieser Vorgang leider nicht rückgängig gemacht werden kann. Nun starten Sie Ihren Roboter neu. Dafür drücken Sie den Brustknopf, bis der Roboter Nuk Nuk sagt. Nach dem Neustart kann der Roboter beide Sprachen sprechen. Speak German. Do you want me to speak German? All right, let's speak German. Ich spreche jetzt Deutsch. Welche Sprache die Standardsprache des Roboters ist, können Sie über das Programm Robot Settings und einen verbundenen Roboter einstellen.